Für all diejenigen, die mit Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Avid arbeiten, fragen sich jetzt vielleicht, kann ich denn wirklich meine Videos von meinem NAS in mein Projekt importieren und wirklich live arbeiten? Was ist jetzt eigentlich jetzt der Vorteil, wenn ich auf einem NAS live arbeite? Ich kann auch genauso gut auf meinem Computer arbeiten, da ist nochmal die NVMe nochmal einen Tick schneller. Das stimmt, aber stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eine Hochzeit gedreht und wart jetzt da gerade schön da dran, ihr seid auch fast fertig geworden und am nächsten Tag macht ihr euren Computer an und eure Festplatte ist defekt. Ihr könnt jetzt nicht zum Kunden gehen und sagen, ja, könnt ihr mir vielleicht nochmal die Hochzeit nochmal veranstalten, weil mir die Aufnahmen futsch gegangen sind, beziehungsweise meine Festplatte hin ist. Das wird den Kunden nicht interessieren. Daher ist es immer wichtig, mit seinem System zu arbeiten, das einem auch Redundanz bietet. Und das ist ja jetzt in dem Fall auch tatsächlich der Fall. Mir könnte jetzt im Prinzip eine der 4 Festplatten ausfallen, völlig egal welche, meine Daten wären immer noch vorhanden und ich könnte ganz normal weiterarbeiten. Klar kriege ich eine Warnmeldung und ich habe dann auch die Möglichkeit, die Festplatte zu ersetzen, sollte ich auch, aber ich habe jetzt keine Sorge um Datenverlust halt. Ne? Also wenn meine Festplatte kaputt geht, kann ich meinem Kunden trotzdem das Endprodukt liefern. Einmal kurz zu meinem Setup. Meine DS923 Plus, da sehen wir auch schon hinten auf der Rückseite. Dort haben wir noch einen Schacht, wo wir unsere 10 Gigabit PCIe-Karte eingesetzt haben, beziehungsweise damit auch direkt erweitert haben. Unsere 10 Gigabit Verbindung haben wir jetzt, beziehungsweise von unserem 10 Gigabit Port, von unserem NAS, da haben wir jetzt kein 10 Gigabit Switch dazwischen geschaltet. Ich wollte euch einfach die Möglichkeit zeigen, dass es auch möglich ist, direkt vom NAS eine Verbindung zum PC aufzubauen oder zum Mac. Unser Videoschnitt-PC, den haben wir auch ebenfalls mit 10 Gigabit PCIe-Karte erweitert. Ich habe schon was vorbereitet. Ich habe jetzt eine Verbindung hier hergestellt mit unserem NAS. Wir werden jetzt einige Dateien auf unser NAS rüberladen. Dabei habe ich jetzt einmal eine Aufnahme von Arri-Kamera und von einer RED. So, und wir werden halt, also von der Red Raptor, die Aufnahme ist in 4K und werden halt jetzt die Datei rüberladen und gleich in Premiere Pro diese beiden Dateien halt einmal importieren und schauen, ob wir wirklich ruckelfrei da arbeiten können, ein bisschen Farbbearbeitung, ein bisschen hin und her schneiden, also jetzt nichts Wildes oder sonstiges halt. Ne? Ich weiß, einige würden jetzt die Farbbearbeitung mit DaVinci Resolve machen, aber hier geht es einfach nur darum, um zu sehen, ob wir wirklich live auf unserer NAS arbeiten können. So, los geht's. Beginnen wir erstmal mit meiner Arri-Datei. Die kopiere ich, gehe mir rüber, erstelle mir einen neuen Ordner auf meinem NAS und nenne das Arri und füge meinen Clip erst hinzu. Ihr seht auch schon, das geht jetzt ruckzuck. Und nochmal eine Datei, ein Ordner, den nenne ich jetzt Red, links rüber. Wir gehen in dem Ordner RDC, nochmal RDC und ziehen uns jetzt die ungefähr 1,39 GB Datei und kopieren das jetzt hier rüber und nochmal zurück und einmal rüber zu Premiere. Nicht erschrecken, das ist jetzt auf Englisch bei uns eingestellt. Sagen wir neues Projekt hinzufügen, dann sage ich neue Location und wähle jetzt meine NAS hier aus. Einen neuen Ordner, nenne es einfach jetzt mal Premiere Pro, damit meine Projekte dort abgelegt werden. Speichere das Ganze und sage Create. So, das ist erstmal soweit gut. Dann rechte Maustaste, importieren. Und jetzt nicht von meiner lokalen Festplatte, sondern jetzt greife ich jetzt auf mein NAS jetzt hier zu. Das ist jetzt mein SMB-Laufwerk. Und importiere mir jetzt die beiden Verzeichnisse, beide, nicht alle drei, so Red und Arri und sage Import Folder. So, ich werde jetzt aus dem jeden einzelnen von denen jetzt eine Sequenz erstellen. So, sagen wir jetzt vom Clip, das ist jetzt Arri. Ich benenne ihn jetzt auch erstmal so, damit ihr das wisst. Das ist die Red-Datei und den benennen wir Red. So, nochmal groß machen. Ist ein bisschen weiter hier. Da sehen wir jetzt unser Codec Arri und hier sehen wir auch einmal unser Codec. Jetzt ziehen wir ein bisschen beiseite. Red. Damit ihr wirklich seht, dass es wirklich sich um eine Arri und Red-Datei handelt.
So, machen wir wieder kleiner. So, gehen wir ein bisschen bei Lumetri, spielen wir ein bisschen mit den Farben rum. Gucken, ob es da irgendwas gibt. Ja, die vorgefertigten. Und machen wir ein bisschen noch Farbe. Erstmal ein bisschen Kontrast. Dann gehen wir bei Creatives. Also sollte jetzt kein Tutorial für Farbkorrektur sein. Es geht einfach nur darum, dass ich jetzt die Datei ein bisschen pushen werde, ein bisschen mehr Effekte drauf packe, damit wir halt gleich dann wirklich unser Premiere Pro ausschöpfen bzw. schauen, wie weit wir jetzt gleich die Datei hier abspielen können. So, machen wir noch ein paar Cuts hier. Und hier machen wir noch ein bisschen die Geschwindigkeit. Machen wir mal 130. Ah, gehen wir in die andere Richtung. Machen wir Slow Motion. Machen wir 80. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt drücken wir mal auf Play. Ach ja, hier nochmal. Wir haben jetzt auf Einstellung Full. Also sollte jetzt nicht die Wiedergabe reduziert werden. Da haben wir auch schon Ton. Mal kurz den Ton leiser. Und ihr seht, es läuft eigentlich ruckelfrei. Naja, nicht eigentlich, sondern tatsächlich. Nochmal abspielen. Und ihr seht, es ist überhaupt kein Problem, so eine große Datei, also von einer ARI, problemlos zu bearbeiten. So, begeben wir uns einmal rüber zu unserer RED. Hier haben wir jetzt nur Bild. Ton wurde natürlich nicht mit aufgenommen. Das sind Beispieldateien, die ich dann direkt von der Webseite runtergeladen habe. Auch hier gehen wir zu den Lumetries. Machen wir ein bisschen Farbe. Wahrscheinlich brauchen wir eigentlich nicht so viele zu machen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Vorgefertigtes hier nehmen. Nehmen wir jetzt hier. So krass, dieser Effekt. Okay. So, Basics. Ein bisschen Kontrast fügen wir noch hinzu. Und pushen noch ein bisschen die Farben hier. Und machen auch hier ein paar Cuts. Und hier ebenfalls auf 80%, also Slow Motion. Das ist jetzt, wenn er hier reinkommt. Okay. So, abspielen. Okay, das Video selber in Slow Motion. Slow Motion in Slow Motion. Und jetzt kommt unser Slow Motion, 80%. Man sieht eigentlich, das läuft ruckelfrei halt. Ne? Also das Laufwerk wird nicht derb beansprucht. Und so könnte man jetzt natürlich seine Videos bearbeiten, live auf einem Synology NAS, was jetzt gerade da jetzt hier vorhanden ist, über 10 GBE. Und man könnte jetzt weitere Projekte importieren, also weitere Dateien, Audio, Videos und so weiter, Bilder. Und könnt ihr das halt hier implementieren. Ich probiere mal Folgendes. Machen wir einmal das hier, das hier, das hier, das hier. Und gucken, ob es jetzt noch Probleme gibt. Wie es scheint, nicht. Es läuft alles ohne Probleme. So, wie ihr seht, ist das auch für diejenigen ideal geeignet, die im Videoschnitt aktiv sind und ja, etwas größere Videodateien auch hier bearbeiten möchten. Gerade wenn es jetzt um eine ARI-Aufnahme oder RED geht. Natürlich, wenn ihr jetzt eine Sony oder eine Panasonic habt, eine GH5 oder sonstiges, könnt ihr natürlich auch problemlos eure Dateien auf einem Synology NAS rüberkopieren, sich immer mit einer 10 GB verbinden und dann auch wirklich live schneiden.